Tatjana lag gemütlich auf der großen weißen Couch und versuchte sich zu entspannen. In den letzten Wochen war das fast gar nicht mehr möglich gewesen. Ihre Füße waren geschwollen und ihr Rücken schmerzte, egal welche Position sie einnahm. Trotz alledem nahm sie die Schmerzen gerne in Kauf. Erik versuchte alles, um ihr die Situation so bequem wie möglich zu machen, massierte ihre Füße und Nacken und las ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Aber es sollte ja nicht mehr lange dauern, dann war ihre kleine Familie Range perfekt. Sie hatte sich ein Kissen in den Rücken gepackt und scrollte ihre Timeline bei Twitter durch. Bis jetzt hatte sie es zu vermeiden gewusst, ihre Neuigkeiten bekannt zu geben. Sie wollten abwarten, bis ihr kleiner Wurm gesund und munter diese Welt betrat. Tatjana wurde mal wieder auf tausenden von Bildern getaggt und verlinkt. Sie wunderte sich immer wieder, wieso sie und Erik so viel Aufmerksamkeit erhielten. Sofern es ihr möglich war, versah sie die Posts mit einem Gefällt mir oder teilte sie teilweise auch. Aber irgendwie langweilte sie Twitter heute. Sie war rastlos und hoffte, dass Erik mit seinen Aufnahmen bald fertig war. Statt sich weiterhin auszuruhen, stand sie auf und ging in Richtung Küche, um sich und Erik was Leckeres zu kochen. Auf dem Weg stolperte sie über den Teppichrand und konnte sich aber noch gerade so fangen, bevor sie wieder einmal aus Tollpatschigkeit den Boden küsste. Sie atmete tief ein und aus und ging die letzten paar Schritte zur Küche. Ein leises Plopp drang an Tatjanas Ohr. Sie dachte erst, sie hätte es sich eingebildet und inspizierte den Kühlschrank. Als sie aber merkte, dass ihr eine Flüssigkeit die Beine hinunterrann, wurde ihr heiß und kalt auf einmal. Ihr wurde schlagartig klar, dass ihr Baby Range jetzt nichts essen wollte, sondern ganz andere Dinge im Kopf hatte. Sie ließ die Pfütze ohne jegliche Beachtung in der Küche zurück und watschelte so schnell es ihr möglich war in den Keller zu Erik. Sie vernahm seine Stimme. So, wo mussten wir jetzt nochmal hin? Ach ja, ach, wartet ganz kurz. Vielleicht haben wir bald noch eine Überraschung für euch. Tatjana klopfte an die Tür und stieß sie ohne auf eine Antwort zu warten auf. Herr Hasenberg, wir sollten... Aua! Erik sprang auf und ging zu seiner Lebensgefährtin, griff ihre linke Hand und legte den anderen Arm um ihre linke Schulter, um sie zu stützen. Die Fruchtblase ist... Au, wieso geht das auf einmal so... Au! Schnell! Stieß sie zwischen zwei Wehen aus. Ganz ruhig, Frau Hasenberg. Tief ein und aus. Dein Atemgedönse kann sie dir sparen. Scheiße, tut das weh, motzte Tatjana Erik an. So sehr sie sich auf das kleine Wesen in ihrem Bauch auch gefreut hatte, momentan verfluchte sie Erik dafür, was er ihr damit angetan hatte. Da kam auch schon die nächste Wehe angerollt. Tatjana lehnte sich an die Wand und schaute Erik hilfesuchend an. Bevor er irgendwas anderes tat, nahm er Tatjana auf seine Arme und trug sie die Treppe hinauf. Behutsam legte er sie auf die Couch und legte ihr ein Kissen in den Rücken. »Ich bin sofort zurück«, japste Erik schnell und sprintete noch einmal hinunter, um sein Handy zu holen. Noch während er drei Stufen auf einmal nahm, um wieder nach oben zu Tatjana zu kommen, wählte er den Notruf. »Ja, Range hier. Ich brauche dringend einen RTW und Arzt in die Kölner Straße 26 in Bergheim. Meine Frau, sie hat starke Wehen und...« Völlig außer Atem stockte Erik kurz bei seinem Bericht, sodass die Dame von der Notrufnummer Gelegenheit hatte, ihre Fragen zu stellen. Erik beantwortete sie nach bestem Wissen und Gewissen, während er schon wieder an Tatjanas Seite war. Ihre Stirn war voller Schweißperlen und sie krallte ihre Hand in Eriks fest und versuchte, die Wehen wegzuatmen. »Wie lange wird das dauern, bis der RTW hier ist?«, fragte Erik aufgebracht. Er hatte Angst um Tatjana und das Würmchen. Das ging alles so unnormal schnell. Lagen die meisten Frauen nicht stundenlang in den Wehen? Hatte es Baby Range tatsächlich so eilig, um auf die Welt zu kommen? »Ich hoffe, dass sie gleich da sind, aber trotzdem bitte ich sie, Handtücher, heißes Wasser, eine Schnur oder ähnliches zum Abbinden zu organisieren und machen sie es ihrer Frau so bequem wie nur möglich. Geben sie sie mir und holen sie die Sachen«, forderte die scheinbar rüstige Frau Erik auf. Erik gab Tatjana das Telefon und machte sich selbst auf die Suche nach den Sachen, die er die ganze Zeit wie ein Mantra vor sich hinbrabbelte. Tatjana nahm das Handy und hörte der Frau zu, während sie weiter hechelte und sich bemühte, ruhig zu bleiben. Die Frau redete ihr gut zu,
bis Erik endlich zurück war und Tatjanas Hand ergriff. Sie reichte ihm das Handy zurück. Ich habe meine Kollegin gerade angewiesen, nachzuhaken, wo die Sanitäter sind. Und wo sind sie? Schrie Erik ins Telefon. Ich verstehe ihre Aufregung, aber sie müssen sich beruhigen. Unter Umständen müssen sie ihr Kind selbst zur Welt bringen. Der Krankenwagen wurde in einem Unfall verwickelt. Ich habe einen zweiten losgeschickt. Aber es dauert, bis der da ist. Er muss eine andere Route nehmen. Aber die gute Nachricht ist, ich habe einen Arzt neben mir stehen, der Ihnen jetzt telefonisch Anweisungen geben wird und... Erik unterbrach die Frau erneut. Ist das Ihr fucking Ernst? Meine Frau liegt mit Wehen neben mir, brüllt sich die Seele aus dem Leib und hat Schmerzen. Und Sie sagen mir, es kommt kein RTW? Er wollte noch mehr Schimpftiraden loslassen, aber Tatjana legte eine Hand auf seinen Arm und sprach mit einem müden Lächeln auf den Lippen. Also, beruhige dich. Bitte, ich glaube, es ist soweit. Heiliger Bimbam, ich brauche dich jetzt. Erik schluckte fürs Erste seine Wut hinunter und sprach ruhig weiter. Okay, geben Sie mir den Doc. Und danke für alles. Hallo, mein Name ist Dr. Töpfer. Sie können Ihrer Frau jetzt leider nicht mehr die Hand halten. Sie müssen dem Köpfchen und vor allem den Schultern helfen, aus dem Geburtskanal zu gleiten. Hören Sie mir zu? Fragte der Arzt. Ja. Okay, sind Sie soweit? Nö, sagte Erik wahrheitsgemäß. Wie bitte? Nö, ich bin nicht bereit. Aber habe ich eine andere Wahl? Ja, Sie schon. Ihre Frau leider nicht. Also dann. Erik Range, würdest du dich jetzt bitte mal bequemen und mir helfen? Los, schrie Tatjana dazwischen. Dr. Töpfer räusperte sich und fuhr fort. Zunächst waschen Sie sich jetzt gründlich die Hände und stellen mich auf den Lautsprecher, sodass mich Ihre Frau auch hören kann. Der Arzt wartete, bis Erik sich zurückmeldete und fuhr dann fort. Ihre Frau muss jetzt pressen. Wenn das Köpfchen draußen ist, müssen Sie die Schulterchen ein kleines bisschen drehen. Dabei darf Ihre Frau nicht pressen. Soweit verstanden? Erik nickte. Mann, Range, der Arzt sieht nicht, wenn du nickst, knirschte Tatjana durch ihre Zähne durch. Ja, ich hab verstanden, Doktor. Okay, dann mit der nächsten Wehe pressen. Hase, wir schaffen das, ja? Versuchte Erik eher sich als Tatjana zu beruhigen. Tatjana warf ihm nur einen bösen Blick zu und begann zu pressen. Sobald die nächste Wehe kam. Sie krallte sich in den Sofakissen fest und legte ihr letztes bisschen Energie in den Endspurt. Erik tat wie geheißen und unterstützte seine Liebste, soweit es ihm möglich war. Nachdem er die kleinen Schulterchen gedreht hatte, war es nur noch einen Augenblick und er hielt sein Erstgeborenes in den Händen. Das kleine Wesen schaute ihm mit großen blauen und erstaunlicherweise wachen Äuglein an. Herr Range, warum schreit das Kind nicht? Ist alles in Ordnung? Fragte der Arzt und Tatjana wurde auch unruhig. Erik liefen währenddessen Tränen der Rührung und Erleichterung über den Wangen. Ja, es ist alles in Ordnung. Sie schreit nur nicht, atmet aber und schaut mich aus ihren großen Äuglein an, antwortete Erik überglücklich. Puh, Sie haben mir aber einen Schrecken eingejagt. Okay, dann nehmen Sie jetzt die Schnur und binden die Nabelschnur ab und schneiden Sie kurz darunter durch und wickeln das Kindchen in ein Handtuch. In 1 bis 2 Stunden sollte auch die Nachgeburt da sein. Und ihre Frau kann sich endgültig ausruhen. Erik hatte den Arzt schon längst ausgeblendet und ging mit seiner Tochter an das andere Ende der Couch und legte sie seiner Liebsten in die Arme. Wir haben eine Maya? Fragte Tatjana total fertig und in Tränen aufgelöst. Er nickte nur. Er war sprachlos und hätte vor Glück platzen können. Es klingelte an der Tür und Erik ging zur selbigen, um sie zu öffnen. Davor standen 3 Sanitäter vor ihm. Tja, meine Herren, Ihren Job habe ich schon erledigt, aber wenn Sie bitte trotzdem nach dem Rechten schauen würden, da entlang bitte, sagte er in seinem gewohnten sarkastischen Tonfall. Nachdem sie Tatjana und Maya untersucht haben und für gesund erklärt haben, klopften sie Erik noch auf die Schulter. Gute Arbeit, wollen Sie vielleicht zum Geburtshelfer umschulen? Grinste der Älteste von ihnen. Nein. Ich bleib lieber bei meinen LPs, die sind harmloser, antwortete Erik und ging zu seiner kleinen, glücklichen Familie. Ja, da ist Outlast ein Scheißdreck dagegen, ich verstehe sie, zwinkerte der Jüngste Erik zu und folgte dann seinen Kollegen zur Tür hinaus.
Erik lächelte und kuschelte sich zu seiner kleinen Familie. »Mission completed«, flüsterte er seiner Frau Hasenberg zu und beobachtete stolz seinen Nachwuchs.